Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 137. Folge der Spiele-News. Und heute, Freunde, geht es um die PlayStation 5, Freunde. Ja, die wurde jetzt offiziell angekündigt. Und wann die PlayStation 5 rauskommt, erfahrt ihr heute in der heutigen Spiele-News-Folge, Freunde. Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen. Und die PlayStation 5 samt Release offiziell angekündigt. Das lange Warten auf neue Infos seitens Sony hat endlich ein Ende. Die Konsole der nächsten Generation wurde offiziell angekündigt. Ja, der Name ist PlayStation 5, kurz PS5. Der Release ist Ende 2020 und das Laufwerk hat ein 4K Blu-ray Player, Freunde. Ja, damit erscheint das Sony Pendant zu Microsofts Xbox Scarlett wie zu erwarten im gleichen Zeitraum. Neue Features sind, nach offizieller Quelle ist eins der bislang noch nicht bekannten Features der PS5, dass Inhalte getrennt voneinander herunterladen und installiert werden können. Wollt ihr nur den Singleplayer, Story-Kampagne oder den Multiplayer eines Spiels zocken, dann müsst ihr nicht mehr das ganze Paket herunterladen. Spart so Speicherplatz. Das gefällt mir schon mal sehr, Freunde. Das ist ein cooles neues Feature, muss ich sagen. Weiter ist bekannt, dass das User Interface eure Aktivitäten bei den installierten Spielen auflistet. So könnt ihr sehen, wo im Spiel sich eure Freunde befinden und könnt, wenn gewollt, einem Match schnell und unkompliziert beitreten. Ja. Das mit den Inhalten gefällt mir richtig gut, das neue Feature. Freunde, was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja. Ich find's echt richtig gut, das neue Feature. Dass die Inhalte getrennt voneinander herunterladen und installiert werden können. Sei es ein Singleplayer, halt Story-Kampagne oder Multiplayer. Das finde ich richtig, richtig gut, Freunde. Auch hat Sony einige Details über den Controller verraten, dessen Name noch nicht bestätigt wurde. Dieser wird neben USB-C einen größeren Akku haben und dementsprechend schwerer sein als der DualShock 4. An das Gewicht des Xbox One Controllers samt Batterien reicht er jedoch nicht heran. Zudem soll das Pad adaptive Trigger besitzen und die Vibration soll jedenfalls verbessert sein. Damit ist nicht genug. Auch gibt es in puncto Spiele-Line-Up neue Informationen. So bestätigte Mark Trush, Präsident von Bluepoint Games, die bereits am Shadow of the Colossus Remake für die PlayStation 4 gearbeitet haben, dass man aktuell ein richtig großes Ding entwickelt. Auch soll Sony eine Version von Gran Turismo Sport auf ein PS5 Dev-Kit portiert haben. Es ist daher gut möglich, dass wir das Rennspiel zum Start der PS5 Ende 2020 erhalten. Ja, Freunde, was sagt ihr zu der überraschenden Ankündigung von der PlayStation 5? Also, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Konsolengeneration. Und das, also die ersten Infos, die man jetzt zu PlayStation 5 liest, mit einem 4K Blu-ray Player und dass man die Spiele getrennt voneinander installieren kann, entweder Story-Modus, also Singleplayer oder Multiplayer. Das ist schon nice, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall echt krass gespannt auf die PlayStation 5, Freunde. Und alles, was an Spielen auf der PlayStation 5 kommt. Also, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Konsolengeneration, Freunde. Was sagt ihr zu der überraschenden Ankündigung, Freunde? Und die Infos zu der PlayStation 5? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Ja, ich bin gespannt, muss ich sagen. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge. Wenn euch die Folge zu der PlayStation 5 gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr machen.
Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Spiele-News-Folge. Das war zu The Last of Us 2. Und ja, was soll ich sagen? Der Release ist endlich bekannt, Freunde. Falls ihr wissen wollt, wann The Last of Us 2 nächstes Jahr rauskommt, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, wenn ein genaueres Startdatum zu der PlayStation 5 da ist, wird natürlich dann wieder eine neue Spiele-News-Folge kommen, höchstwahrscheinlich. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Soccerboy, Game Over. Ciao.